Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Wir sind mal wieder in unserer Freedom-Kolonie. Und ja, es gibt eine neue Idee, wie wir hier, oder nicht eine Idee, sondern eine Verbesserung, wie wir die Hitze hier loswerden. Da kommen wir gleich zu. Vorher müssen wir mal eben ein paar Kleinigkeiten korrigieren. Und zwar habe ich jetzt, ah ja genau, hier den Strom vergessen. Für die, wie heißt es gleich? Für unseren Förderschienenbelader, mit dem wir die Eierschale hier raus transportieren wollen. Das fehlt noch. Außerdem müssen wir hier die Tür auf Automatik stellen. Nicht, dass unsere Puffs hier abhauen. Das sind übrigens mittlerweile schon zwei und der dritte wird ja hier ausgebrütet. Ja. Dann hatten wir noch. Was war da noch mehr? Es waren noch ein, zwei Sachen mehr, die ihr mir geschrieben hattet. Ja, ist mir gerade entfallen. Ich habe es mir auch nicht notiert. Ich dachte, da wäre noch was. Also hier wollte ich noch mal schauen, was die Temperatur macht. Ja, es wird besser. Man sieht es schon, dass es noch nicht gut ist, aber es steigt. Hier wird es schlechter, das sieht man auch. Dürfte an dem vielen heißen Gold liegen, das hier gerade eingelagert wird. Das werden wir mit der Zeit sicherlich auch wieder hinbekommen. So, was wir jetzt erstmal machen werden. Wir haben hier unseren, wo ist er denn? Hier haben wir unsere Leitung, die CO2 und was auch immer wir sonst noch so haben, ins Vakuum führt. Die werden wir jetzt genau hier an dieser Stelle zerlegen. Ja. Dann müssen wir hier die Gasbrücke auch zerlegen. Die drehen wir nämlich um. Lass es mal ein bisschen schneller laufen. Dann beginnt nämlich gleich der nächste Morgen und unsere Duplikanten kommen. Das Speichern dauert auch immer länger. So. Okay, kurz pausieren. Wir drehen hier die Gasbrücke. Dann kann nämlich das, was von hier kommt, hier entlang. Das von hier kommt, geht hier rein. Und jetzt müssen wir dann, muss ich mal eben überlegen, wir müssen hier auch noch ein Rohr zerlegen. Da können wir durch. Hier eine Brücke bauen, damit eben das Gas nicht von hier dort reingeht. Das soll hier nur in eine Richtung gehen. Ja, das wird so auch. So, und dann legen wir diese Leitung mal hier entlang. Hier hoch, hier könnten wir noch, das werden wir auch eben machen, Ziegel verlegen. Aber wir können jetzt auf jeden Fall ja das Spiel schon mal wieder laufen lassen. Ich denke gerade genau, dass ich hier Priorität vergessen habe, ein bisschen höher einzustellen. So. Und hier gehen wir jetzt hin, bauen die Gasbrücke aus Abyssalit. Und dann wäre meine Idee eigentlich, ne, das machen wir noch ein bisschen anders. Das wird so sonst vermutlich zu schnell überhitzen. Wir bauen die Gasleitung hier entlang. Und dann hier eine Gasbrücke. Und hier noch eine. So, und
jetzt kommen wir und bauen hier eine Radiatorleitung. Aus Wolframit für hier einen bestimmten Bereich. Nicht Quatsch, Wolframit ist ja. Doch, ist genau das Richtige. Dass wir hier die Temperatur aufnehmen. Und dann bauen wir es hier weiter. Mit einem isolierten Leitung. Ich hoffe, dass wir genügend. Ne, wir haben mit Sicherheit nicht genügend Avicennit. Das ist nämlich meine Idee hier, dass wir hier das Gas, das wir hier durchpumpen, erhitzen. Und dann aber wieder in der isolierten Leitung hier hochbringen werden. Ich baue das jetzt einfach mal hierher. Ich bin mir bewusst, dass wir auf jeden Fall, kann man hier auch sehen. Ach je. Okay, wir brauchen also noch jede Menge Avicennit. Dann fangen wir mal an, uns das zu organisieren. Hier kommen auch noch mal was freigraben. Jo, wird also wieder ein Video mit sehr viel Graben. Hundertprozentig sicher, ob das funktionieren wird, aber ich würde das ganz gerne testen und für mich klingt das auch recht logisch, dass das so klappen könnte. Ich weiß nicht, ob das genau so die Idee ist, wie du das gedacht hattest, Kerstin, aber zumindest habe ich dich so verstanden. Wenn wir die Leitung direkt hier durchgebaut hätten, dann hätten wir wahrscheinlich das Problem, dass die zu schnell kaputt geht. So könnte das noch funktionieren. Ich glaube, ich kehre mal. Ne, machen wir jetzt noch nicht. Wenn wir gleich das am Laufen haben, dann drehen wir das um, dass unsere Erdgasgeneratoren mehr laufen als die Petroleumgeneratoren. Aber hier ist freigraben. Sehr gespannt. Ich glaube, dass das tatsächlich funktionieren könnte. Ja gut, während wir warten und ich mich noch ein bisschen umschaue, wo wir noch mehr Avicennit herbekommen, noch ein paar Hinweise. Also das nächste Tutorial-Video habe ich online gestellt. Kann jetzt auch nicht sagen, dass ich da komplett mit zufrieden bin, aber das war ich beim ersten auch nicht. Oder bei den ersten beiden besser gesagt. Trotzdem haben mir ja, dem einen oder anderen die Videos schon weitergeholfen. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch noch weitere machen. Auch ja,
wenn die nicht unbedingt bei jedem gut ankommen, das müssen sie ja auch nicht. Ich werde einfach weitermachen, ich werde dazulernen und ja, einen gewissen Fortschritt konnte man jetzt wahrscheinlich noch nicht sehen. Aber wenn ich mich an meine ersten Uni-Videos zurückerinnere, die ich gemacht habe, dann gibt es da sicherlich auch einen Fortschritt. Ihr könnt euch ja mal, wenn ihr da Lust drauf habt, ein paar ältere Videos anschauen. Da bin ich sehr gespannt, was ihr davon haltet. Lasst die Mikrofonqualität mal außen vor. Weil die war seinerzeit völlig chaotisch, aber auch sonst. Inhaltlich war da bestimmt vieles nicht so, wie es jetzt hier ist. Von daher, man entwickelt sich immer weiter und man muss einfach machen. Und ich habe die Videos trotzdem online gestellt, weil ich ja auch euer Feedback dazu hören wollte. Und ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze fortsetzt. So, Tier verhungert. Puffprinz. Ach, diese Meldung gibt es ständig, aber dann finden die, das habe ich nämlich gerade schon ein paar Mal gehabt. Das ist zum einen dieser hier und zum anderen der bei den Maschinen hier unten. Wo ist er denn da? Wir bekommen aber dann doch immer noch wieder ein bisschen Sauerstoff und verhungern dann doch nicht. Ach ja, hier gab es ja noch den netten Hinweis von Kerstin oder die Idee von Kerstin, dass wir einfach manchen das Recht für die Reinigung entfernen, nämlich eigentlich allen außer Proteufel und Lukas. So, das machen wir jetzt mal hier. Hier nämlich allen außer den beiden wieder den Zutritt gewähren. Ist aber richtig, dass es pro Teufel und Lukas war, oder? Schauen wir gleich mal eben nach. Reinigung pro Teufel und Lukas, genau. So, dann können da jetzt alle durch und können hier auch wieder auf die Toilette gehen. Dann überlege ich, ob es vielleicht Sinn macht, zumindest einigen gleich das Recht zu nehmen, hier reinzugehen. Da müssen die nämlich zur anderen Toilette. Da muss ich nur eben hier oben aufpassen, dass ich nicht den Moment verpasse. Bitte mal wieder Wasser aufwischen. Und wieder zu viel Wasser hier. Nicht zu glauben. Da muss ich auch bei meiner nächsten Kolonie oder wir bei unserer nächsten Kolonie schauen, dass wir das ein bisschen anders. Schon zu viel. Sagen wir mal 5 verbieten hier auf die Toilette zu gehen. Das müssen die sich hier unten die Toilette teilen. Sollte das eigentlich genau. Okay, wir haben schon eine ganze Ecke. Und hier haben wir auch noch einen Morb. Okay, einfangen können wir die aber nicht, oder? Nee, nur mit dieser Plastikfalle. Na gut,
gut, wir lassen den einfach mal hier. Erzeugt uns ja auch immer ganz gut Sauerstoff. Haben wir denn hier jetzt die Leitung soweit fertig? Ne, hier immer noch nicht. Weil ich das Graben auf 5 habe. Kann es nämlich zumindest schon mal bis zu dieser Gasbrücke weiter vorrücken. Wir kriegen hier unseren Rückstau mal etwas besser in den Griff. Als sind Besuche übrig, ja. Hier müssen wir natürlich noch umbauen. Burg hat seinen Schlafbereich. Metall haben wir denn? Oh ja, reichlich. Können wir zumindest mal hier ein bisschen weiter planen. Bis weiter. Da muss noch eine Leiter hin, sonst kommen wir da glaube ich nicht in die Ecken. Mal hier graben und hier und. Hier, da kommen auch überall Metallziegel rein. Ups. Gleiche hier. Interessant, dass hier das Graben direkt gemacht wird, wenn ich das auf 7 Stelle an anderer Stelle nicht. Zugangssystem noch überarbeiten. Dann müssen wir hier dann noch eine Schleuse für den Schutzanzug bauen. Erstmal Schlafenszeit. Oh, jetzt haben wir auch, glaube ich, genug Abyssalit abgebaut. Wir sind also wieder im positiven Bereich. Sehr schön. Das Problem. Naja, muss gar nicht sein. 7 reicht ja. Aber sollte es auch schon sein und nicht 5. So. Dann können wir das ja auch hier machen. Und können uns die letzten beiden Elemente sparen. So, genau. Was wir hier noch brauchen dann ist Sauerstoff. Haben wir hier irgendwo was in der Nähe? Nee. Hier ist am nächsten, aber nee, da werden wir extra was uns für ausdenken. Burgas muss ja auch noch raus. Da habe ich noch eine Ecke vergessen.
Jo. Ich habe so viele Sachen, auf die ich bauen wollte, auch wenn ich hier die Nymphen schon wieder sehe. Aber es geht die Zeit aus. Also nicht die, oh. Nicht die Zeit in diesem Video, sondern die Zeit in dieser Kolonie. Und ja, ich hätte schon Lust, das alles noch zu bauen hier, aber ich habe ehrlich gesagt viel mehr Lust, nächste Woche schon eine neue Kolonie zu starten mit einem neuen Date. Sobald das ein bisschen fertiger ist, als es jetzt ist, ein bisschen ja, stabiler läuft, die Inhalte da sind, dann wünsche ich mir eigentlich einen neuen Start und ich glaube, den meisten von euch geht das auch so. Ist schon eine ganz schön lange Leitung. Wir machen das jetzt doch noch mal hier auf. Das hier können wir abbrechen, da kommen wir so einfach eh nicht ran. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt am nächsten Zyklus das Ganze fertig bekommen. Wo kommt hier immer das ganze Wasser her? Wieso ist denn hier eigentlich? Ach so, weil wir das hier immer abpumpen. Wie sieht es denn hier überhaupt aus? Ach, hervorragend. Dann kann man das Ding auch erstmal doch hier an eine Automation gekoppelt. Wir stellen das Ding einfach mal komplett aus. Pumpen uns das nämlich hier auch nicht immer so ein Fitzelchen Sauerstoff rein. Lukas putzt sich hier auch im Wald. Ja, ich werde noch mal deinen Tipp befolgen, Zack. Zu öffnen, nach oben schließen. Das ist wahrscheinlich einfacher als hier die ganze Zeit zu wischen. Wie oft habe ich eigentlich schon in diesem Video so gesagt? So. Ich glaube sehr oft, oder? Aber wir können mal eben schauen, was hier unsere Temperatur macht. Das Ganze läuft doch, dann dürfte die Anzahl der Schluckfische sich hier demnächst auch deutlich erhöhen. Oh. Wir müssen hier wischen, der Ether funktioniert nicht mehr. Warum steht denn hier Wasser und fällt nicht runter? Okay, der nächste Tag ist rum. Vielleicht. Guck ich mal, was unser Plumpsturm macht. Auch immer noch 8 Besuche übrig, okay.
Gut, wir machen Folgendes. Wir teilen heute auch am Sonntag das Ganze auf in zwei Videos. Das eine gibt es heute Vormittag, das andere gibt es zum... Wie laden wir das denn hoch? Ich glaube zu 13 Uhr. Entweder 13 oder 15 Uhr. Könnt ja mal schauen, wann ihr Zeit findet und wenn ihr Lust habt, beide Videos zu gucken. Ich würde mich freuen, da machen wir genau an dieser Stelle weiter, wo wir jetzt aufhören. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Video. Bye, bye.